glaube, das Wichtigste und der Grund, warum wir heute hier sind, doch mit einigen Vertretern vom Neos Lab, ist, dass wir voneinander lernen wollen. Wir wollen über den Tellerrand blicken, vor allem in andere Städte schauen, in andere Länder, wie Bürgerbeteiligung läuft, welche Modelle und Instrumente es gibt, wie wir das in Wien teilweise umsetzen können. Wir möchten aber auch die Gelegenheit nutzen, unsere Erfahrungen, die wir in Wien gemacht haben, seit unserem Einzug in den Wiener Landtag und Gemeinderat, aber auch auf parteipolitischer Ebene, wir möchten auch diese Erfahrungen teilen mit den Teilnehmern hier aus Deutschland, und da ist uns einfach der Austausch wichtig. Also in Wien scheitert die Beteiligung sehr oft einfach an dem politischen Selbstverständnis. Das ist zwar, es gibt Bemühungen in Richtung Beteiligung, aber es wird dann nicht weitergedacht. Und sobald ein höheres Ziel irgendwie im Spiel ist, da kommt irgendwie das Missionarische der Politik wieder, und hier vor allem von den Grünen, die sagen, okay, der Bürger kann das nicht entscheiden, der weiß das nicht. Und dann ist die Beteiligung auch nicht mehr so wichtig. Auf parteipolitischer Ebene machen wir einiges, also das beginnt bei einer transparenten Listenerstellung, da gibt es ein offenes Bürgervoting, da kann wirklich jeder Bürger in Österreich seine Stimme geben an einen Kandidaten. Also hier gehen wir einfach als Partei voran und sagen, so könnte das ausschauen, so wünschen wir uns diese Beteiligung in Österreich über Parteien hinweg, sondern auch in der politischen Entscheidung.